geht los, Weltreise. Guten Morgen. Hallo. Ja, Nayeli ist noch ein bisschen verschlafen, aber wir sind jetzt schon am Flughafen in Düsseldorf. Today is the day. Es geht los. Wir fliegen. Weltreise. Hallo? Heute. Ja, es geht ab. Jetzt. Weltreise. Wir drei hier. Ja, Flo kann es noch nicht so ganz glauben, aber es passiert jetzt tatsächlich mit einem kleinen Zwischenstopp in Kiew. In 2 Stunden geht's los oder in 1,5, irgendwie sowas. Gepäck geben wir gleich noch auf, die beiden Rucksäcke, die großen. Und dann geht's auch schon in den Flieger. Und hier ist doch jetzt tatsächlich jemand aufgewacht. Welchen besseren Start ins Jahr gibt es als eine Weltreise? 1.1.2018, wir sind auf Weltreise ab jetzt und richtig krass einfach. Wir haben keine Wohnung mehr, wir haben nichts. Wir haben nur unsere Backpacks und hier vorne noch und unsere Nayeli natürlich. Und ja, wir sind aufgeregt. Oh, es geht los! So, geht's los? Ja, es geht los. Wir geben jetzt mal unsere Backpacks ab, damit wir die jetzt endlich mal los sind. Und dann nicht nur noch hier unsere Tagesrucksäcke hand, weil Seid hat doch ganz schön schwer zu tragen. Ne? Vorne Nayeli, hinten Rucksack und dann auf der Seite noch sein fetter Tagesrucksack. Ja, deswegen geben wir die jetzt mal ab und dann ist es gleich da. Jetzt übrigens nach Kiew erstmal, weil wir eine Nacht da übernachten und dann geht's morgen früh von Kiew aus weiter nach Sri Lanka. Achso, ich wollte euch noch was zeigen. Kommt bitte die Käppi. What? Es wird ernst. Wir sind im Flugzeug. Ja, das wird jetzt also Nayelis allererster Flug. Bin mal gespannt, wie das wird. Hi Nayeli. Hier bei mir angeschnallt. Die winkt auch schon in die Kamera. Ja. Ja, also unsere Weltreise startet dann jetzt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, let's go. Let's go! Willkommen in der Ukraine, willkommen in Kiew. Wir sind gelandet. Nayla hat ihren ersten Flug sehr gut überstanden. Ja. Sie hat richtig gut mitgemacht und war super entspannt. Und Ohrenschmerzen oder ähnliches gab es auch nicht. Ja, und hat echt gut geklappt, muss man sagen. Also, perfekt. Nayeli, du hast es geschafft, dein erster Flug. Ja, und jetzt sind wir aber auch müde und jetzt geht es einfach nur ab in unser Hotel. Und dann geht's morgen früh weiter nach Sri Lanka. So sieht's aus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt in unserem luxuriösen Hotel in Kiew angekommen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was uns hier erwartet. 26? 26 steht offen. Nee, das ist, glaube ich, hier die öffentliche Toilette. So, links, rechts. Genau. Und dann wollen wir mal schauen. Die Türen gehen schon mal nach außen auf, das ist mir auch neu. Luftfeuchtigkeit hier drin ist so bei 85%. Ja, das ist unser Halt, ne? Geil. Guten Morgen! Morgen! So, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer.
Wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Weg weg von Kiew. Es geht zum Flughafen. Ja, das ist so hier das ziemlich Einzige, was wir aus der Ukraine gesehen haben. Als wir gestern Nacht angekommen sind, war es schon ziemlich dunkel. Und dann geht's ab in die Sonne gleich. Wir sind jetzt in Kiew. Hier sind 5 Grad, glaube ich. Und ich wollte euch einmal zeigen, wie Seid hier rumläuft. T-Shirt, keine Jacke, ne? Hauptsache Schlappen an. Ja, ich bereite mich schon mal ein bisschen vor auf Sri Lanka, ne? Hallo! Wir sind Hola. Im Flugzeug. Und es ist mega cool, weil wir nämlich jetzt in der Premium Economy Class sitzen, obwohl wir eigentlich ganz normale Plätze gebucht hatten. Und ja, wegen Nile wurden wir ein bisschen bevorzugt. Und ja, jetzt haben wir hier total mega viel Beinfreiheit und ja, es ist ganz chillig eigentlich hier zu sitzen. Ja, Nile freut sich auch über die Premium-Sitze hier. Hat Spaß, freut sich auf den zweiten Flug. Ja, und hier sieht man, wie viel Beinfreiheit wir hier unten haben. Also ich kann meine Beine richtig ausstrecken. Das ist echt cool. Ich bin noch nie in der Premium Economy geflogen, immer nur in der... Weil es auch eigentlich keine Premium Economy gibt. Sowas gibt es nur bei Ukrainian International. So, okay. Ja, und wir fliegen jetzt so ungefähr 8,5 Stunden bis Colombo. Und ja, genau. Hoffen wir mal, dass Nile auch ihren zweiten Flug so gut meistert wie den ersten. Er ist ja jetzt ein bisschen länger. Und wir hätten am allerliebsten noch so ein Babybettchen gehabt, so ein Babybrassel im Flugzeug. Aber das haben die jetzt hier nicht. Aber ja, wir sind schon richtig froh darüber, dass wir halt jetzt hier diesen größeren Fußraum haben und halt ein bisschen mehr Platz haben und so. Und ja, genau. Ich denke mal, das wird schon ganz gut werden. Gelandet! Hello
Sri Lanka. So, wir sind in Colombo angekommen, auf Sri Lanka. Immigration hat soweit ganz easy geklappt. Nayli durfte nicht bezahlen. Wir haben jeweils 40 Dollar. Genau, 40 Dollar bezahlt für unser Visum, dürfen jetzt einen Monat bleiben. Und sogar auf Sri Lanka ist die Weihnachtssaison ausgebrochen. Ansonsten gibt es Waschmaschinen, Backöfen, Kühlschränke, Fernseher, alles hier direkt alles, am Flughafen was man braucht, zu kaufen. Wenn man gerade am Flughafen ist, ne? Hallo Nayli! Hallo Nayli! Freust du dich? Freust du dich, dass wir in Sri Lanka sind? Ja? Ah, das ist aber schön. So, wir suchen jetzt erstmal ein Tuk-Tuk. Wir wissen jetzt nicht genau, wo die sind. Wir wohnen jetzt. Ja, wir sind jetzt hier am Hostel angekommen, aber es ist irgendwie voll und deswegen müssen wir jetzt noch mal zu einem anderen fahren. Das hat die Frau von dem Hostel jetzt gerade unserem Tuk-Tuk-Fahrer gesagt und wir fahren jetzt wahrscheinlich noch mal irgendwo anders hin. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall ist unser Hostel irgendwie jetzt voll. Ja, die Hostelbesitzerin kommt jetzt mit uns im Tuk-Tuk und zeigt uns ihr anderes Hostel. Da ist wohl noch was frei und ja, da fahren wir jetzt hin, alle zusammen. So, jetzt sind wir vor dem zweiten Hostel angekommen. Mal schauen, ob da jetzt wirklich ein Zimmer für uns frei ist. Ich bin mal gespannt. Ah, ich sehe, sie kommt gerade wieder. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Thank you. Yeah, nice. Very nice. Thank you. Okay. Oh my God. Thank you very much. I have a small baby. You have a small baby? Yeah. Yes. How old? 1 year. 1 year. She's 4 months. Thank you so much. Ja, wir sind jetzt angekommen in unserer Unterkunft und dieses Hostel ist noch viel besser als das andere, was wir eigentlich gehabt hätten, weil wir sind nämlich jetzt direkt am Strand. Also wir sind gerade schon durch den Sand gelaufen hier zu dem Zimmer. Mega cool. Und ja, Nayli, die chillt schon hier in unserem großen Bettchen. Hinter dem Moskitonetz. Ihr gefällt es auch gut. Und die Vermieterin hier von dem Hostel, die war auch gerade mega süß. Also die hat sich jetzt tausendmal entschuldigt, dass das andere Hostel voll war, weil da jetzt irgendwie welche doch noch länger bleiben oder ich weiß auch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat sie sich voll oft entschuldigt und ihre Tochter war auch gerade hier und die hat eine ganz kleine Tochter auch, die 1 Jahr alt ist. Voll süß, die sind auf jeden Fall voll kinderfreundlich, waren direkt so voll auf Nayla irgendwie fixiert und fanden die mega süß und ja, die waren auf jeden Fall sehr, sehr herzlich und die hat mich auch direkt umarmt und so. Auf jeden Fall voll cool und ich freue mich, dass wir jetzt in Sri Lanka angekommen sind und freuen uns einfach, dass die Weltreise angefangen hat und wir da sind. Bis dann, tschüss!